Tipp, presented by www.gamingxp.com. Bereits der erste Schritt im Spiel, die Charaktererstellung, sorgt unter alten Online-Rollenspielhasen für vertraute Gefühle. BioWare ließ sich hierbei auf kein Experiment ein und so verläuft die Generierung des eigenen Helden ohne große Überraschungen. Zwei Fraktionen mit jeweils 4 Klassen und großzügigen Gestaltungsmöglichkeiten können sofort überzeugen. Wie nicht anders zu erwarten war, ist die Geschichte rund um den Konflikt zwischen dem Imperium und der Republik eine der dominanten Stärken von Star Wars The Old Republic. Für jede Klasse gibt es dabei eine eigene Storyline, die von der ersten Sekunde an zu begeistern versteht. Star Wars The Old Republic sorgt mit spannenden Dialogen für eine herrliche Atmosphäre, die durch die Originalsounds aus den Filmen nochmals unterstrichen wird. Eine weitere Stärke, die von Beginn an auffällt, ist die Weitläufigkeit der Spielewelt. Natürlich wird es Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis klar wird, ob Star Wars The Old Republic den Platzhirsch World of Warcraft tatsächlich vom Thron stoßen kann. Dafür sprechen eine großartige Story und ein kultiges Setting, dagegen sprechen zurzeit die etwas unter den Erwartungen gebliebene Grafik und die vielen kleinen Unebenheiten, die es im Laufe der kommenden Wochen und Monate noch auszubügeln gilt. EA und BioWare haben mit Star Wars The Old Republic jene erfrischende Brise gebracht, die das Genre seit Jahren gebraucht hat. Noch gibt es zwar die eine oder andere Schwäche, das vorhandene Grundgerüst verspricht aber gigantisches Potenzial. Sollten EA und BioWare in den kommenden Jahren geschickt Hand anlegen und gute Patcharbeit leisten, dann könnte aus der Brise ein Sturm werden. While the sacrifices are heavy, we fight knowing that a single spark of courage can ignite the fires of hope and restore peace across the galaxy. Mehr zu Star Wars The Old Republic gibt es auf soundportal.at oder auf gamingxp.com nachzulesen.